Grüß Gott, liebe Jägerin, liebe Jäger. Heute darf ich eine Feuerstelle vorstellen, die sehr, sehr wenig bekannt ist. Sie ist geeignet, auf jeder Gartenparty und im Wald sich die Hände zu wärmen und nach Treib- oder Drückjagden auch einen schönen Rahmen zu bieten für die Streckelegung. Ich weise darauf hin, ich trage es keinen Schutzanzug, keine Brille von der Berufsgenossenschaft aus. Hier im Studio wäre es zu aufwendig. Ich mache hier nur einen Probeschnitt und zeige es, wie es geht. Normalerweise, der Baum wird dreifach eingeschnitten, ca. 60 cm tief, der Baum ist 80 cm hoch, ca. 25 cm Durchmesser. Der Schnitt wird wie folgt geführt. Darf ich kurz zeigen? Wir haben hier auch eine elektrische Säge benutzt, weil eine Motorsäge normalerweise Benzingestank hinterlässt. Man hat den Sprit im Wald dabei. Der Sprit wird hier in das Zentrum gegossen danach und angezündet. Darauf können Sie sich gut die Hände wärmen. Sie können darauf ein Ei braten und es gibt ein schönes Feuer. Ich wünsche Ihnen Weidmannsheil.